Ist das ein Plan? Eine Karte der Kanalisation mit Markierung. Okay, ich versuche gerade herauszufinden, was es hier soll. Okay. Also das. Okay, ich habe keine Maus. Ich kann leider nicht zeigen, was ich gerade denke. Das, die Ausrufezeichen bedeuten irgendwas? Huch! Rote Markierung in der Kanalisation finden. Ach, die rote Markierung. Ja, klar, kriegen wir hin. Huch! Okay, haben wir sonst noch irgendwas hier in der Bank? In der Bank. Im Tresor? Nein, okay. Gut. Gerade nochmal gucken. Wir müssen also theoretisch geradeaus und dann links. Geradeaus über diesen Gedöns hier, über dieses Gedöns. So. Hier über das Ganze drüber. Und dann links. Hier schon? Nee, hier ist keine Tür. Hier. Die Tür. Bams! So. Genau, und jetzt quasi hier hinten rechts direkt. Da. Was haben wir hier? Ein Lagerplatz? Ein Hammer. Nein, Kugeln. Warte, was? Ach, das sind Zigaretten. Diese Kippe ist trocken. Sie liegt noch nicht lange hier. Was? Murat. Eine ziemlich beliebte Zigarettenmarke. Murat. Okay. Geruch prüfen. Das Tabakaroma ist noch gut zu riechen. Es ist süß und nussig. Hey, Toby! Toby könnten wir doch besorgen. Was haben wir hier? R. Eddingley Snicker. Irgendwas. Die ganze Lakritze wurde aufgegessen. Lakritze. Der Typ hatte. Oh, guck mal. Geldscheine. Sie sind trocken, liegen also noch nicht lange. Ob man die versucht in die. Diese Fässer sind leer und unversiegelt. Hat man die in Fässer gepackt? Das Geld. Die Geld. Okay. Haben wir sonst noch irgendwas hier? Man hat also die Gelder in Fässer gepackt und vielleicht versucht so loszuwerden. Oh, ich habe irgendwie noch nicht alles gesehen. Okay. Ah, hier. Eisenringe. Mit solchen Ringen werden Fässer zusammengehalten. Die Einbrecher verstauten die Beute in Fässern, die sie dann ins Wasser warfen. Lestrade muss hiervon erfahren. Ja, ja, kriegt er schon mit. Okay, hier haben sie die also ins Wasser geworfen. Dann müssen wir doch eigentlich gucken, wo das hinführt. Ich meine, irgendwo müssen es ja dann. Also die müssen ja wissen, wo es hinführt. Scheiße. Die müssen doch wissen, wo diese Dinge auftauchen, um dann da Komplizen zu haben oder sich selber zu haben, um es da rauszuholen. Jetzt müsste ich natürlich wissen, wohin dieser Weg quasi führt. Okay. Können wir wieder zurückgehen? Hier ist ja auch noch eine Tür. Da würde ich auch gerne durchgehen. Die kann man immer noch nicht aufmachen. Okay. Haben wir denn noch irgendeinen Auftrag hier drin? Lösen Sie den Mordfall auf dem Platz, befragen Sie die möglichen Verdächtigen, untersuchen Sie die persönlichen Gegenstände der Opfer und Verdächtigen. Gut. Also haben wir hier nichts weiter quasi zu finden. Was haben wir da? Thermit. Daraus macht man Thermit. In der Kanalisation wurde Eisenoxidpulver, Aluminiumpulver und Magnesiumstreifen gefunden. Aus diesen Zutaten lässt sich Thermit herstellen, das für gewöhnlich bei Eisenbahnschweißarbeiten eingesetzt wird. Das ist so ziemlich das stärkste, heißeste Zeug, was es gibt. Und dadurch haben die natürlich mit Leichtigkeit da dieses Loch in die Wand gekriegt. Okay, das ergibt natürlich voll Sinn. Sonst noch irgendwas? Doch, Mann. Okay, egal. Wir reisen jetzt mal zum Scotland Yard. Warum mache ich das so? Warum kann ich nicht einfach die Karte benutzen? Scotland Yard. So. Und
Als allererstes werde ich jetzt mal auf Toilette gehen und diese Folge pausieren oder beenden. Vielleicht sehen wir uns gleich wieder, vielleicht sehen wir uns auch erst in der nächsten Folge wieder. Ciao! Hallo, da bin ich wieder. So, ich habe mir einen Kaffee gemacht, der steht jetzt vor mir, ist noch zu heiß zum Trinken. Also wundert euch nicht, wenn ich irgendwann mal ein bisschen rumschlürfe, denn ich bin ein bisschen müde. Aber ich will diesen Fall lösen. Oh mein Gott, ich bin so aufgeregt. Okay, wir sind jetzt auf dem Weg zum, wie heißt denn das? Hier, wo, da. Scotland Yard, genau. Mr. Holmes, es gibt ein kleines Problem. Okay. Was ist los? Einer der Verdächtigen, ein Mr. Reginald Butcher, ist geflohen. Nachdem wir ihn baten, seine Sachen in der Asservatenkammer abzulegen. Tut mir leid. Du hast ein blaues Auge. Wie ist er entkommen? Er schlug mich ins Gesicht, überrumpelte mich. Ansonsten hätte ich... Klar. Ist das alles? Bevor er hinausrannte, rief er noch, tut mir leid, ich komme zurück. Hä? Tut mir leid, ich komme zurück? Dafür musste er mir doch keine verpassen. Ist Inspektor Lestrade hier? Nein, er ist für ein paar Tage weg. Dieser Vorfall bitte unter uns bleiben. Natürlich. Okay. Wir müssen also den entkommenen Verdächtigen finden, der aber gesagt hat, sorry, ich komme wieder zurück. Mhm. Okay, wir gucken uns jetzt erstmal die Sachen an. Hier ist die Asservatenkammer. Jetzt ist natürlich die Frage, hat er denn schon irgendetwas abgelegt gehabt? Er hatte irgendwas abgelegt gehabt. Okay. Das ist dieser Air Butcher. Okay, dann gehen wir mal kurz hier erstmal die uninteressanten Sachen gucken. Der hat einen Brief. Okay, Brief vom Pastor. Benjamin, mein Sohn. Ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich bei den Vorbereitungen unseres kommenden Wohltätigkeitsbanketts unterstützen würden, das am Sonntag nach dem Gottesdienst stattfinden wird. Ihre Güte ist ein Quell großer Freude und ich weiß, dass ich mich auf Sie verlassen kann. Ich weiß, dass Ihr Leben einst in Sünde begann, wie Sie sich ausgeschlossen und alleine auf der Welt fühlten und wie Sie sich auf dem Pfad des Verbrechens begaben. Doch Sie fanden die Stärke in sich, um das alles grundlegend zu ändern. Sie wurden ein guter Mensch. Der Herr im Himmel wird Ihrer gnädig sein. Ich werde stets hocherfreut sein, Sie in unserer Kirche zu sehen, mein Sohn. Gott sei mit Ihnen, Pastor Gordon. Okay. Ist also ein sehr frommer ehemaliger Dieb. My life has changed thanks to Pastor Gordon and my faith. Okay. Dank Pastor Gordon und meinem Glauben hat sich mein Leben geändert. Klingt jetzt nicht so wie so ein krasser Bösewicht. Dicke Lederhandschuhe. Vermutlich sind sie isolierend. Das würde allerdings dafür sprechen, dass er das war. Whisky. Und zwar kein guter. Und Zigaretten. Murat. Eine ziemlich beliebte Zigarettenmarke. Die haben wir da unten gefunden. Oh nein, jetzt muss ich entscheiden, wer hier vor der Böse ist. Karl Heinzen, der Mord. Ein Buch. Karl Heinzens Der Mord. 1848. Mit Lesezeichen. Okay. If you have to blow up half a continent and cause a bloodbath to destroy the party of barbarism, you should have no scruples of conscience. Anyone who would not joyously sacrifice his life for the satisfaction of exterminating a million barbarians is not a true republican. I agree, such a clear-sightedness. Was? Dieser schreckliche Absatz gefiel Garrett offensichtlich. Und wenn du einen halben Kontinent in die Luft sprengen und ein Meer aus Blut vergießen musst, um die Partei der Barbaren zu zerstören, hab keine Gewissensbisse. Der ist kein wahrer Republikaner, der für die Genugtuung, 1 Million Barbaren vernichten zu haben, nicht gerne mit seinem Leben bezahlt. Recht hat er. Was für ein scharfsinniger Verstand. Okay, da möchte jemand Barbaren umbringen. Ich wusste nicht, dass Barbaren eine Partei ist. Ein Stromkabel. Oh, ein Stromkabel, okay. Und einen Brief. Sehr geehrter Mr. Garrett, wir müssen Ihnen hiermit leider mitteilen, dass Sie trotz Ihrer kürzlichen Zwangsenteignung unserem Haus weiterhin eine beträchtliche Summe schulden. Wir bitten Sie aus diesem Grund, unsere Zahlungsstelle so bald wie möglich zu kontaktieren, damit wir dieses Problem lösen können.
Anderenfalls werden wir leider gezwungen sein, die Polizei in diesem Fall einzuschalten. Mr. Stewart, Finanzdirektor, Bank of England. Okay, der hatte also offensichtlich Geldprobleme. Die haben alle Motiv. Das Stromkabel aus persönlichen Gegenständen von... manche Überweisungen können wir... Okay. Okay, ein Stromkabel. Also von den beiden ist er natürlich der offensichtlich Böse und er der offensichtlich Gute. Deswegen verdächtige ich auf jeden Fall den Christen. Aber was haben wir denn hier? Okay, er hat... Brief vom Krankenhaus. Mr. Butcher, wir haben hervorragende Neuigkeiten für Sie. Bitte kommen Sie so schnell wie möglich in unser Krankenhaus, damit wir diese Angelegenheiten zu einem freundlichen Ende bringen können. PS, Ihr Zustand ist stabil. Dr. Matthew Smith, Great Ormond Street Hospital, London. Rat mal, wo er hingegangen ist. Dieser Brief von gestern erklärt vielleicht, warum Butcher so in Eile war. Auf jeden Fall habe ich jetzt eine exakte Adresse. Okay, was haben wir hier? Candy Canes. Reginald Butcher steht auf Süßigkeiten. Ja, aber nur weil er auf Süßigkeiten steht, muss er nicht unbedingt auf Lakritz stehen. Die Initialen MB. Ich denke, er heißt Reginald. Die Initialen... Okay, egal. Was ist das? Das ist ein teurer, aber nicht neuer Stift. Okay, und das ist ein Brief. Sehr geehrter Mr. Butcher, Ihr wiederholtes Fehlen sowie die Tatsache, dass Sie mit Ihrer vorhandenen Arbeit nicht rechtzeitig fertig werden, ist nicht mehr länger zu dulden. Sie sind verantwortlich für zahlreiche Fehler, die Ihre Mitarbeiter gezwungenermaßen korrigieren mussten. Natürlich tut uns Ihre momentane Situation leid, denn Sie waren früher ein stets ein beispielhafter Angestellter. Wir haben zwar großes Verständnis für ihre privaten Probleme, aber falls Sie Ihr Arbeitsverhalten in naher Zukunft nicht ändern können, werden wir gezwungen sein, Ihr Angestelltenverhältnis zu beenden. Firmenleitung Underground Electric Railways Company of London. Die sind ja alle verdächtig. Okay. Reginald Butcher hatte berufliche Probleme. Die haben alle krasse Hinweise darauf, dass sie es sind. Außer der Typ da hinten. Der bisher eigentlich noch nicht. Doch, der hatte Geldprobleme in der Bank of London. Okay, pass auf, bevor wir jetzt wen befragen, gehen wir mal zum Krankenhaus und gucken mal, ob wir den Typen da finden. Achso, ich muss dafür Tab drücken. Ja. Und wir machen derweil ein paar Herleitungen, solange er da... Okay. Anarchist. Tom Garrett unterstützt die Anarchistenpartei. Und hat Bankschulden. Okay. Dann haben wir Probleme bei der Arbeit. Neues Leben. Benjamin Fowler hat sein Leben von Grund auf verändert. Er ist regelmäßig in die Kirche. So, hier, bla. Okay, das ist der nächste Verdächtige. Probleme bei der Arbeit. Bankschulden. Nein, hat er nicht. Nein, stopp, aus. Okay, das hat... geh mal weg hier. Wie mache ich das wieder weg? So, Stromschlag, Bankschulden. Das, okay, passt das alles. Das passt alles noch nicht. Okay, wir haben einmal den Anarchisten... Anarchistische Ideologie. Anarchisten lehnen den Staat, den Kapitalismus und die Marktwirtschaft ab. Aber Thomas Garrett hat Schulden bei der Bank. Hä. Kriminelle Vorgeschichte. Benjamin Fowler war in jungen Jahren ein Krimineller, hat aber mittlerweile sein Leben von Grund auf geändert. Okay. Ja, das war's erstmal von den Herleitungen. Bisher haben wir noch nicht so richtig krasse Hinweise auf irgendeinen von denen. Und wahrscheinlich wird es auch dazu führen, dass wir alle drei mehr oder weniger verdächtigen und wir müssen dann durch Zufall den richtigen herausfinden. Yes. Okay. Hier sind wir im Krankenhaus. Da ist ein Ist das hier eine Schulklasse? Kriegen die hier Unterricht? Okay, was haben wir denn hier? Bilder. Ich bin hier ganz offensichtlich auf der Kinderstation. Oh nein, hat er etwa... Ihr Zustand ist stabil. Ihr Zustand. Ist das kleingeschrieben gewesen? Ach nee, das ist Anfang des Satzes. Oh nein, dann ist es vielleicht die Tochter. Die Tochter von ihm. Hier liegt ein Kind. Aber das können wir offensichtlich nicht ansprechen. T-
Die Mutter ist tot. Eine junge Frau ist verstorben. Kann man das umdrehen? Judith Butcher. Butchers Frau. Mr. Butcher, hiermit bestätigen wir die Aufnahme Ihrer Tochter in unserem Krankenhaus. Sie müssen für die Reisekosten aufkommen und natürlich alle Vorsichtsmaßnahmen treffen, die aufgrund des kritischen Zustands Ihrer Tochter nötig sind. Zusätzlich tragen Sie die Kosten für Logis und die medizinische Behandlung. Es ist im Voraus nicht möglich, die Gesamtkosten abzuschätzen, da diese vom Zustand Ihrer Tochter und auch davon abhängen, wie sie auf die Behandlung anspricht. Aber stellen Sie sich auf jeden Fall darauf ein, dass es sich um eine beträchtliche Summe handeln könnte. Dr. K.O. Medin, Karolinska Universitätskrankenhaus Stockholm. Stockholm. Aufnahmebescheid des Karolinska Universitätskrankenhauses Stockholm. Der Typ braucht Geld. Was hat sie denn? 12 Jahre ist sie alt. Meryl Butcher. Hey, warte, ich will gucken, was sie hat. Myelitis. Was ist denn Myelitis? Myelitis. Nee, irgendeine Entzündung von irgendwas. Aber was ist Myelitis? Ist das irgendwas? Herz? Ich hab... Nee, Cardio? Keine Ahnung. Mann. Hallo, Herr Butcher. Mr. Reginald Butcher, ich komme von Scotland Yard. Können wir reden? Von mir aus, aber bitte leise. Sie schläft endlich. Ist sie Ihre Tochter? Meine Meryl. Sie ist sehr krank. Tut mir leid, dass ich abgehauen bin. Ich musste heute zu Dr. Blowberry. Die Polizist wollte nicht hören. Keine Sorge, ich verstehe Sie. Okay, wir gucken uns ihn erstmal an. Er hat rote Augen, aber die interessieren uns offensichtlich nicht. Er arbeitet bei dieser Railway-Gedöns. Ja, kein Wunder, wenn die Tochter krank ist, warum er dann nicht gute Arbeit leistet. Abgetragene teure Weste, war einst wohlhabend, gebrauchte Kleidung. War einst wohlhabend? Was haben wir da, einen Ring? Ehering, er ist verheiratet, er war verheiratet. Die Frau ist gestorben. Polierte Schuhe kürzlich geputzt. Ein Armband? Kinderarmband. Geschenk der Tochter. Mag Schmuck. Das ist ein Geschenk der Tochter natürlich. Okay, Analyse bestätigen. Reginald Butcher ist verheiratet und ein Eisenbahnarbeiter. Er hat eine Tochter, die er über alles liebt. Sie ist aber schwer krank, was ihn deprimiert. Seine Schuhe glänzen wie neu. Sie müssen erst kürzlich geputzt und poliert worden sein. Seine teure, aber mittlerweile abgetragene Weste offenbart, dass er einst ein wohlhabender Mann war. Mr. Butcher liebt seine Tochter und ist nicht zu fein, ein Kinderarmband zu tragen, um seine Zuneigung auszudrücken. Gibt es... Was können Sie mir über die Möglichkeiten der Heilung Ihrer Tochter sagen? Gibt es Hoffnung? Es wird lange dauern. Aber wir werden diesen Kampf gewinnen. Etwas anderes will ich mir nicht vorstellen. Ja, es ist vermutlich nur eine Frage des Geldes. Was reden Sie da? Es ist eine Frage der Willensstärke und meine Tochter wird es schaffen. Was? Handgezeichnete Karte, Behandlung von Meryl Butcher. Das Geld, ne? Das hoffe ich. Aber die Behandlung im Karolinska Universitätskrankenhaus ist sehr kostspielig. Ah, nun... Das ist unsere einzige Hoffnung. Dank Dr. Blowberry hat sie endlich einen Platz dort. Wir fahren nächste Woche. Es ist ihre letzte Chance. Haben Sie Kinder? Ja, ich habe auch eine Tochter. Naja. Wir würden unser Leben geben für unsere Kinder, nicht wahr? Naja. Ja, natürlich, ja. Schauen wir mal. Wie läuft die Arbeit? Womit verdienen Sie Ihren Lebensunterhalt? Ich bin bei der Underground Electric Railways Company angestellt. Dann kennen Sie sich mit elektrischen Geräten aus? Ja, sicher.
Warum fragen Sie? Einfach nur so. Aber sagen Sie bitte, was genau sind die Gründe für die Probleme, die Sie bei der Arbeit haben? Probleme? Was meinen Sie? Wir haben einen Brief des Arbeitgebers gesehen. Sie haben eine schriftliche Abmahnung erhalten. Ja, ich komme oft zu spät. Mein Chef hat kein Verständnis dafür. Es ist schwierig, seitdem meine Tochter krank ist. Verstehe. Oh Mann, wenn der jetzt der Böse ist, dann bin ich sauer. Zufällig ist auch eine Kutsche ihres Arbeitgebers an dem Unfall auf dem Platz beteiligt gewesen. Wirklich? Warum war sie dort? Ich weiß es nicht. Sie? Nein, aber vor einer Woche wurde eine unserer Wartungskutschen samt Werkzeug gestohlen. Ob das dieser Wagen war? Möglicherweise.